Moin ihr Lieben, die Polizei hat da drinnen gerade Spaß mit einer Hüpfburg, die wir mitgebracht haben. Und wir hängen hier draußen ganz friedlich und sagen, CO2 lässt sich nicht verstecken. Wir haben versucht, heute hier drinnen CO2 zu verstecken. Und wie man sieht, hat es leider nicht so gut geklappt. Denn CO2 kann nicht versteckt werden, CO2 muss vermieden werden. Wir sind heute auf der Carbon Capture Technology Expo in Hamburg. Wir haben hier einen großen CO2-Ballon aufgeblasen, um zu zeigen, dass Carbon Capture Technology nicht die Zukunft sein kann. Hallo, ich bin Daniel. Ich hänge hier gerade im Seil an der Säule vor der Messe Hamburg. So, das Hochklettern hat vorangeklappt. Ich hänge jetzt hier schon eine Weile und ich habe es mir jetzt so ein bisschen gemütlich gemacht. Ich habe hier meine ganzen Sachen aufgehängt. Dann habe ich ein bisschen Proviant dabei, ich habe Schokolade dabei, da freue ich mich schon drauf. Und jetzt geht's gleich in den Paradrop. Hier geht es um das Verwalten und Verstecken von CO2, auch um CO2-Endlager. Und wir protestieren hier gegen diese Scheinlösung. Wir fordern stattdessen die Verfolgung von innovativen Technologien, die CO2 tatsächlich vermeiden, anstatt sie einfach nur im Boden zu verpressen. Und ich habe jetzt nochmal ein Buch ausgepackt, ich werde ein bisschen lesen. Das Buch ist so spannend, fast so spannend, wie die Gesteinsschichten gespannt sind, wenn CCS verpresst wird. Das ist eine risikoreiche Technologie, die unerprobt ist, die gefährlich ist und wo unklar ist, wie lange das Kohlendioxid tatsächlich unter der Erde verpresst bleibt. Da bleibe ich lieber bei meinem Buch hier oben. Spannende Lektüre, aber nicht ganz so gefährlich wie CCS.